möchte ich dir zeigen, wie du einen verdauungsfreundlichen ayurvedischen Smoothie herstellen kannst. Denn im Ayurveda wird ja, wie du in den anderen Videos schon gehört hast, Rohkost eher vermieden oder nicht ganz so viel konsumiert. Und das gilt natürlich auch für Smoothies. Und ich zeige dir jetzt, wie du das ayurvedisch machen kannst. Und im Ayurveda wird da vor allem eine goldene Milch gemacht. Das ist eine Kurkuma-Milch, die ganz, ganz viele positive Effekte für deine Verdauung hat. Kurkuma wirkt antientzündlich und es belastet eben deinen Darm nicht. Du brauchst ein paar wenige Zutaten. Zum einen Cashewnüsse, alternativ kannst du auch Mandeln nehmen. Diese solltest du über Nacht in Wasser eingelegt haben, damit sie einfach schon gut keimen können. Das nächste, was du brauchst, sind zum Süßen 2 bis 3 Datteln. Ein Stück frischen Kurkuma, alternativ kannst du natürlich auch das Pulver nehmen. Ein wenig schwarzen Pfeffer. Und ein wenig Zimt oder alternativ kannst du auch die ganze Zimtstange nehmen. Gib das jetzt einfach alles in einen Hochleistungsmixer. Wenn du da keinen zu Hause hast, kannst du selbstverständlich auch einen anderen Standmixer verwenden. Das ist gar kein Problem. Gib als erstes die Cashewnüsse oder alternativ Mandeln in den Mixer. Gib 2 bis 3 Datteln dazu. Entsteint natürlich, dass du deinen Mixer nicht kaputt machst. Anschließend ein Stück frischen Kurkuma, alternativ das Pulver, deinen Zimt, ein paar Pfefferkörner und natürlich etwas Wasser. Und dann gibst du das Ganze auf die Mixstation. Und wenn dann alles gut durchgemixt ist, kannst du deinen ayurvedischen Smoothie in ein Glas geben. Wenn du Kurkuma-Pulver verwendest, dann wird er intensiver von der Farbe. Bei frischem Kurkuma ist er eher etwas abgeschwächt in der Farbe. Und dann kannst du ihn sofort genießen oder natürlich alternativ auch mitnehmen ins Büro oder am Morgen als Frühstück trinken.